Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Small Break. Ja, nein, Let's Play Rogue Galaxy. Ich habe seit dem letzten Mal ein bisschen gejagt. Dafür erhalten wir Jagdpunkte, die können wir allerdings wirklich immer nur am Teleporter eintauschen. Wie viel ich gejagt habe, wollt ihr wissen? Bestimmt wollt ihr das wissen. Naja. Steht hier nicht. Doch, steht hier. 47, 25, 90, 53 und 25 ist hier das Minimum und 90 ist hier dreimal so viel, wie ich eigentlich müsste. Naja. Okay, dann habe ich durch die ganzen Jagdsachen neue Sachen bekommen. Also was heißt durch die Jagdsachen? Durch die ganzen Zufallskämpfe habe ich halt mehr Items bekommen. Wie ihr sehen könnt, kann ich dadurch mitunter eine der besten Techniken im Spiel lernen, nämlich den Wüstenwind. Yeah. Ja. Also ich bekomme hier eine Menge Items. Das heißt natürlich, Gegner haben unter Umständen auch Rare Drops. Ja. Das ist das halt. Und damit er aufhört zu blinken, gebe ich ihm jetzt auch mal Sachen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich macht sowas immer nervös, wenn ich sehe, ja, der blinkt auch. Der müsste eigentlich was können. Also nebenbei, ich habe jetzt nicht irgendwie noch eine andere Waffe, ne? Nö, alles gut. Okay. Das Haus zu linken, hier drüben, ist leer, außer Leute, die da drin stehen, aber das interessiert mich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Ich habe natürlich durch das Leveln, beziehungsweise Jagen, ich mache es nicht fürs Leveln, ich mache es wirklich nur fürs Jagen, habe ich jetzt natürlich eine Menge Kohle angeschafft, ne? Und was Besseres kann ja nicht passieren, als dass hier ein Laden ist. In den Läden, erstens seht ihr dieses schöne Leuchten einer Glühbirne. Das heißt, hey, das ist neu. Beziehungsweise, hey, da kannst du Sachen mitlernen. Ist gut so. Die Sunshirts-Frucht zum Beispiel, das ist die Frucht, die ich die ganze Zeit benutzt habe. Da steht auch wirklich Enthüllung, nicht jetzt. Manche Sachen könnt ihr aber nur bedingt oft kaufen. Zum Beispiel Dreifachdosis kann ich noch gar nicht kaufen. Die große Klinge zum Beispiel kann ich nur einmal kaufen. Fünfmal kaufen. Große Hände, etc. pp. Also, da sind so Sachen. Ah, die sind halt die Sachen, die ich hier kaufen kann. Abgesehen von der Klinge sind Sachen, die haben wir schon. Das ist auch okay so. So. Ja, da lernt er einmal das hier. Beziehungsweise lernt gar nichts, aber ich kann es reinpacken. Okay. Bei der großen Klinge ist es jetzt so. Na, nicht verbündete tauschen. So, Ausrüstung. Wir haben halt dieses schöne Schwert, was wir bekommen haben. Hat sogar einen Zusatzeffekt, kann Gegner anzünden. Das war die einfache Klinge, die habe ich auch auf die maximale Leistung gebracht. Naja, und das hier ist eben halt ein Schwert. Ein stinknormales, großes Schwert. Übrigens, ich find Spiele toll, wo man sowas sieht. Ne? Das ist auch von den Machern von Dragon Quest 8 eins meiner beliebtesten... Ja doch, eigentlich kann man sagen, wirklich eins meiner beliebtesten LPs, die ich gemacht habe. Und ich stehe drauf, wenn man Waffen sieht. Okay, jetzt zeige ich euch die Power des Wüstenwindes. Ja. Habe ich schon einen Instant-Kill-Angriff in den ersten paar Minuten des Spiels. Ja, so ist das. Es ist ja nicht so, wie gesagt, dass man die Techniken durch Leveln lernt. Na, wir lernen die Techniken nur durch die Enthüllung. Und wenn wir sowas lernen, dann kann ich jetzt prinzipiell rumrennen, immer den Wüstenwind einsetzen, so oft er mir halt zur Verfügung steht, und damit ist dann der Kampf gegessen. So einfach ist das. Der Wüstenwind kann später noch gelevelt werden, glaube ich. Meine ich, bin ich der Meinung. Und mit gelevelt meine ich, er erhöht halt einfach einen höheren Level. Er erhält halt einen höheren Level. Puh. Was ist los? Geballte Angriffe. Sammle deine Kraft durch Halten von X und lass für einen geballten Angriff los. Halte X länger gedrückt, um einen geballten Angriff auszuführen, der stärker als ein normaler Angriff ist. Manche Feinde kann man nur durch geballte Angriffe besiegen. Normale Angriffe fügen Bestien mit dem Schildsymbol nicht einmal einen Kratzer zu. Bekämpfe sie mit geballten Angriff, der den Schild durchbricht. Ja, diese Schildkröten haben jetzt einen Schild. Ich weiß gar nicht, ob der auch gegen diesen Angriff hier sie immun macht. Das können wir ja direkt mal austesten.
tatsächlich macht er sie sogar dagegen immun. Das ist faszinierend. So, sobald ihr natürlich einmal den Shit kaputt gemacht habt, ist denen das wieder völlig egal. Nein, ich möchte nicht, dass du die Rauchwand einsetzt. Die bringt mir gerade gar nichts. Aber ja, sowas ist dann eben auch ein Ding hier in dem Spiel, dass Gegner einen Schild haben. So, nachdem ich jetzt also einmal gezeigt habe, was ich offscreen immer mache mit dem Jagen, sage deinen Verbündeten über den Strategiebereich im Hauptmenü, wie sie kämpfen sollen. Mit Teambefehl und Vorschläge ausschalten kannst du grundlegende Strategien bestimmen. Ein Teambefehl kannst du auch erlassen, indem du im Kampf die Viereck-Taste drückst. Okay, also. Ihr geht immer auf den Kampfrekorder und seht, gut, die Steinschildkröte müsste ich 30 Mal bekämpfen, den Kaktulus 20 Mal. Ich weiß nicht, wer diese Sachen festgelegt hat. Ich würde es auch irgendwie gar nicht wissen, weil es mir manchmal einfach zu viel vorkommt. Es dauert, ne? Es dauert halt. Wieso wackelt denn hier alles, als ob das Haus in jedem Moment einstürzen würde? Wird es wahrscheinlich auch. Ja, und hier haben wir das erste Mal, dass wir wirklich Plattforming einsetzen müssen. Faszinierend, sowas. Ja, prinzipiell würde ich jetzt zurückgehen, bisschen jagen, aber das ist eigentlich erstmal unnötig, denke ich mal doch. Das Problem ist halt, ja, ab und zu seid ihr einfach nicht in dem Spawn-Gebiet, sag ich mal, vor dem Gegner. Und dann, bis ihr den dann seht, trefft und 30 bis 40 oder 50 oder wie auch immer man, wie oft auch immer man die wirklich bekämpfen soll, besiegen könnt, naja, das dauert halt, ne? Das Türchen hier? Nee, das... Achso, ist nur ein eingezeichneter Teleporter. Hoppala. Gegner verschwinden aber, soweit ich weiß, nie. Das heißt, ich kann jetzt auch einfach weiterspielen und hinterher dann die Gegner jagen. Gosh, he's not a quiet fella, is he? Must be rather large as well. You're not planning on having all three of us go in there, are you? You want to fight them all by yourself? No, not at all. That's crazy, totally reckless. You know, Mr. Claw, I think you forfeit any points you earn if you, die. Yeah, yeah. Let's go. Hey, wait up! Poor kid. We hardly knew him. Ja, und das heißt, jetzt wird es Zeit für unseren ersten Boss. There it is. Na, schon im Bio 2. Mark 8, Salamander. That is certainly a big monster, all right? Are you positive about this, Mr. Claw? Like I have a choice. Okay. Ja, der Mark 8 Salamander, unser erster Boss im Spiel. Ja, und wie ihr seht, mache ich absolut keinen Schaden an dem Kopf. Das heißt, wir müssen uns um, ja, zum Beispiel die Beinchen kümmern. Hang on! His foot armor's off! I get it now. That's a Mark 8 Salamander. Ach. If he can manage to break the shackles on its legs, then the shield on its back will open up. Let's hurry up and break the other shackles! Filmt er das? Filmt er das? Ist das nicht Film? Nein, du brauchst immer noch keine... Achso, ich habe mal wieder keine Aktionspunkte. Ich weiß gar nicht, ob das ein Angriff wäre, den ich abwehren kann oder nicht, aber... Wir brauchen auch noch nicht heilen. Uns geht's gut. Jetzt muss ich nur irgendwie unter seinen Schatz durchkommen. Nein, brauchen wir immer noch nicht. Ich könnte die auch ausmachen, diese Vorschläge, aber schlussendlich irgendwann wird es mal Zeit, dass sie es machen und das ist dementsprechend, dass ich sie immer aktiv. Hey! Oh Gott. Look at that! That's gonna be his weak spot! Try attacking him there! What? How am I supposed to do that? Jump on its back and hack away! Isn't it obvious? Are you nuts? There's no way! Hang on! I've got just the thing for this kind of situation. What's that? I'll tell you later. Watch this. What the? That's my monography shot. What do you reckon? Do you like it?
Jump on the back of those monography platforms and you can get up on the back of the beast. Here you go, big man. Why don't you take this for now? When ja, wir halten den Einzuschuss. Just shoot up another one. But remember, you must equip the monography shot first before you can use it. Now's your chance. Go get him, Mr. Claw. Okay, okay. Jetzt sollen wir also hier drauf springen. Das sieht vielleicht kompliziert aus, ist es aber nicht. Aua. Nutze den Einzelschuss. Rüste den Einzelschuss im Bereich Ausrüstung des Verwundeten-Menüs aus. Verbündeten. Schieße mit Viereck. Wenn du einen Feind triffst, erscheinen Einzelschussplattformen. Über die Einzelschussplattform kannst du Schwachpunkte erreichen von Feinden, die du sonst nicht erreichen kannst. Yeah. Das heißt, Ausrüstung ändern, Zweitwaffe, den Einzelschuss. So. Jetzt, na, bist du mich wohl... Ja, wirst du mich wohl drauf lassen hier? Geht. Ach, come on! Na, okay, ja, so langsam, ja, okay. Es wurde doch schwerer, als ich gedacht habe. Ja, aber das war's. Did that do it? Nope. I'm afraid not. But you're almost there. Is the battle recorder ready? That kind of beast will net you heaps of points. Make sure you get it all on tape. What? You mean this? Oh, now that is a well-used recorder. Use that to record your battle with the beast, and later on you can turn it in for points. Now finish off the beast by yourself. After all, it's your prize. All right. And here goes. Its heart has stopped, but it's still being controlled by the power of the rune. Destroy the rune in its head. Oh, come on. Like a legendary hunter needs your help. I get the feeling he sort of does. I wonder why. Is he really Desert Claw? I suppose looks can be deceiving. A real master doesn't need to show off. He may not look it, but he's got the goods. Okay. Ja, jetzt heißt es eben den Salamander. Wow. Holy crap. Den Salamander, den Geist. Zu drehen hier, aber dazu muss ich ihn natürlich erstmal au, bekämpfen. Während ich brenne. Ist schlussendlich trotzdem nicht so das Problem, aber naja, ich brenne halt, ne? Aua, so eine Runde vor mich hin. Trotz allem, es ist der Tutorial-Boss, das muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Ein Tutorial-Boss ist eben ein Tutorial-Boss und wird immer ein Tutorial-Boss bei Feuer. Aua. Ich dachte, ich wäre weit genug zur Seite gegangen. Upsa, viel zu weit. Aber scheinbar habe ich mich getäuscht. Ihr seht übrigens, dass das immer so ein bisschen Aktionspower von mir wegzieht. Das heißt, ich kann natürlich nicht einfach nonstop heilen und gut ist, aber brauche ich auch nicht. Wäre natürlich mit dem anderen Schwert deutlich schneller gegangen. You did it! That's our Desert Claw! You're the real deal! Ja, wunderbar. Just as I thought. His potential may be greater than my own. Ach, bestimmt nicht. Du bist Level 20. Ich bin Level 10. Oder 11? Nicht? So listen, egal. Mr. Claw. You got a real name or something? Huh? Huh? Oh yeah. I'm Jaster. Jaster Rogue. Jaster, eh? Good. It's a bit weird to keep calling you Desert Claw. So from now on, if it's alright with you, I'm just gonna call you Jaster, okay? Now, let's get down to business. I'll be straight with you. Our boss says he wants to hire you. Would you come with us?
Hire me? What? Why me? Good grief, isn't it obvious? You're Desert Claw, the legendary bounty hunter. And our boss, well, he wants to be a part of that. Let's just say he's scouting you for our team. These guys still think I'm someone named Desert Claw. That means he must be Desert Claw. I had no idea he was such a big deal. What is it, Jaster? Are you feeling all right? Yeah, I'm fine. So who is it that wants to hire me exactly? Our boss, Captain Dorgan Goa, a pirate among pirates. What? Dorgan Goa? The space pirate Dorgan Goa? You mean, you guys do space travel? Of course. We're big-time pirates. We travel all over the galaxy. I mean, hunting has its moments, but tracking down immense treasure throughout the universe isn't half bad. Me. Up in space. Yeah, I can see that. Not half bad at all. Our ship is hidden in the desert to the west of here. Why don't you meet up with us there? In the desert? Well, you know, we had a couple of minor issues and we couldn't actually dock at the spaceport. But look, we'll head back to the ship first. You come meet us there before tomorrow morning. All right? All right. Ta-da! Hey, wait a minute. I haven't decided yet. Oh, you'll be there, all right. I can see it in your eyes. You were made for the pirate life. To find our ship, you need to take the west gate and head straight over the desert. Please be sure to prepare for your journey before setting out. We'll be seeing you later. Ta-ta! Oh. Okay. Ja, okay. Weltraumpiraten. Immer gut. Sonst wird es auch nicht so viel Sinn machen, im Titel Galaxy zu haben. Suche nach nächstes Kapitelmarkierung, um die Geschichte voranzutreiben. Ist die Markierung weit weg, folge den Pfeilen, bis du dort bist. Manchmal gibt es keine Markierung. In diesem Fall kannst du dich zu verschiedenen Abenteuern aufmachen. Du warst bei der Markierung, aber da war nichts! Wenn die Markierung hellblau ist, könnte sich der gesuchte Ort auf einer anderen Höhe befinden. Wenn du auch nichts finden kannst, wenn die Markierung ihre normale Farbe hat, kann die Höhe etwas abweichen. Sieh dich also nach Wegen, um die in der Nähe sein könnten. Miete ein Jago vom Jago-Händler am Westtor und brich in die Wüste auf, damit deine Reise ins Wetter endlich beginnen kann. Wenn du vor der Reise noch jemanden treffen möchtest, tu es jetzt. Wenn du Sargin verlassen hast, wirst du lange nicht zurückkehren. In Wohnbezirk kannst du Gegenstände für die Enthüllung, Waffen und anderes kaufen. Bereite dich gut vor und spare gut auf dein Abenteuer vor und spare 200 Sets, um ein Jago mieten zu können. 200 seltenes Geld. Zetzerrips. Was weiß ich. Ja, da wir natürlich uns Geld ansparen müssen, könnt ihr euch vorstellen, dass ich natürlich auch immer noch Kämpfe haben kann. Denn wenn ich alles ausgeben würde, würde ich hier im Spiel verstecken und würde nie weiterkommen. Das wäre schlecht. Dementsprechend ist das halt nicht so. Was hast du hier denn schönes? Wachtropfen. Die nehmen wir mit. Jagomilch. Ha. Nicht jetzt, aber später irgendwann mal. Die Eisenwürfel nehmen wir auch mit. Das war's hier. Gemischtwarenhändler, wenn ich es benennen müsste. Aber ja, es kann immer noch zu Kämpfen kommen. Dementsprechend kann ich immer noch jetzt nach diesem Part die Schildkröten etc. jagen. Falsche Tür? Falsche Tür. In Erinnerung an die Vernichtung des sengenden Alchemisten. Danke, Jester. Der sengende Alchemist ist Salamander der Achte. Der Achte Salamander? Ach, wie auch immer man es sagen würde. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu wild mit der Kamera. Ich glaube, euch wird schlecht. Dieser Laden ist auch gut davon gekommen. Was du nicht sagst. Ja, wilde Klinge, ein gewöhnliches Langschwert, leicht und einfach im Gebrauch. Die Waffe der rosanischen Jäger, wie ihr seht, ist die besser als dieses
war das die einfache Klinge? Nein, die andere Klinge, die wir haben. Schleuderrose, eine ganz normale Pistole, die haben wir auch. Hier haben wir den Flammenwerfer Stufe 2. Den hat er noch nicht. Kältespray hat der auch nicht. Da hat er ein zu niedriges Level für. Noch. Und der Raketenwerfer Stufe 2 ist auch besser. Ja. Und so bekommt ihr dann neue Waffen. Wobei ihr natürlich, ihr habt es ja gesehen, Wüstenwind, frick, alles tot. Funktioniert auch prima. Also, ich konnte mich noch nie beschweren darüber. Okay. Ich weiß gar nicht, ob hier in dem Wohngebiet direkt schon Kämpfe kommen konnten. Außerhalb des Wohngebiets auf jeden Fall, hier jetzt weniger. Hier ist ja auch absolut nichts drin, aber schön, dass ich reingehen darf. Na, wir haben ein ganzes Wohngebiet gerettet. Wir haben Waffen gelevelt. Wir haben Zugriff auf ein paar Sidequests. Naja, nicht so richtig viele Sidequests, aber so ein paar. Ja, ich werde dann jetzt noch offscreen diese wunderbaren Schildkröten und Kakteen erledigen gehen. Die natürlich nicht hier auftauchen, das wäre zu einfach. Denn der Jester, der kann das schon alleine, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.